Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Minecraft mit Ragnar und Alter, das ist gleich im Ohr drüben, danke. Ich mache erstmal in meinem Ohr leise, vielen Dank. Ja, wir sind hier immer noch am Arsch der Heide. Was wollten wir eigentlich? Wir wollten Lebensmittel holen, glaube ich, ne? Du wolltest die Leute raiden auf jeden Fall. Ja, das auch. Du wolltest das halbe Dorf in die Luft springen, wie ich gerade gesehen habe. Und wir wollten wieder nach Hause finden. Mhm. Ach ja, hey, da war das ja was. Eine spannende Sache. Ja, weiß ich noch nicht. Was habe ich denn jetzt hier alles schon eingesammelt? Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Ich habe einmal schwarze Wolle, Wahnsinn. Ich habe ein bisschen Rohrzucker, ich habe einiges an Samen und rote Beete, Samen. Ich habe diverse Samen. Ja, Samen gesagt, Leute, also sexueller Content hier, oder was? Weißt du, beim letzten Mal hast du mich vollgeprellt von wegen, ich soll nicht so einen Scheiß labern. Nicht wie ein kleines Kind reden. Und hey, jetzt, was habe ich nie gesagt? Bist du selber besser? Nein. Nein. Ach ja, da war ja was. Mit Aufnahme ist ja immer scheiße. Genau, habe ich ganz vergessen. Hier läuft's gleich wieder Kacke. So, wo bist du denn jetzt hin? Ich höre eine Katze. Du hörst eine Katze? Ich habe eine Katze gehört. Also ich bin in einem Loch. Gegenüber von dir. Ja, wollen wir denn erstmal gucken, dass wir nach Hause finden? Ja, aber Moment mal. Ich sehe gerade ein paar Kohlen. Kohlen. Cool. Ach ja, wir hatten ja hier. Genau, wir hatten gebaut. Wir hatten uns ja hier fett essen gemacht. Was gibt's denn da Schönes? Hammelfleisch, Junge, ist das dein Ding? Ja. Na dann hol dir. Bin ich Fan von. Was haben wir denn noch da? Leder haben wir da, Äpfel können wir wohl nicht packen. Kann man Äpfel eigentlich anpflanzen? Wäre auch ganz interessant, also, ne? Die fallen, glaube ich, immer bloß aus dem Baum. Ja. Wäre total cool, wenn man Apfelbäume aufstellen könnte. Wäre genau mein Ding. Gibt es eigentlich richtige Obstbäume in diesem Spiel? Ich glaube gar nicht, oder? Nö, nicht so richtig, ne? Hm. Schade drum. Obst ist geil. Esst viel Obst. Ja, werdet fett. Esst Obst und werdet fett wie Michi, wollte ich gerade sagen. Ne Scheiß. So, was kann ich jetzt hier noch wegschmeißen? Was muss ich nicht unbedingt mit nach Hause nehmen? Dreck muss ich hier mit nach Hause nehmen. Dann können wir nämlich den Ofen gleich mitnehmen. Jo, macht sich bestimmt gut bei uns, ne? Aus welcher Richtung sind wir denn gekommen? Ich meine von da oben, also jetzt gerade hoch. Ja, ne? Also ich war auch gerade in dieser Richtung unterwegs. Ich glaube, ich bin auch über diesen Berghang gekommen hier. Ja. Geht die Sonne gerade auf oder unter? Sie geht auf. Ich möchte eine Katze mitnehmen. Wie kann man Katzen mitnehmen? Ich glaube, das geht nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, nö. Kann man da nicht so irgendwie mit Fisch arbeiten oder sowas? Probier's doch. Hol doch mal. Wie wär's mit Nein? Guck mal, da ist Kohle. Und Kohle mitnehmen? Jetzt möchte ich keine Kohle mehr. Ach nee, jetzt sind der feine Herr schon wieder zu gebunden hier oder was? Du willst mich doch jetzt wohl nicht etwa zupimmeln hier oder was? Außerdem geht's hier hinten richtig schön hoch. Ne? Jetzt mal nach der Kohle geguckt, dann wären wir jetzt schon da. Es geht hier hoch. Ob wir unseren Turm sehen können von hier hinten noch? Ich meine, wir sind ja echt weit gelaufen, oder? Und ich weiß auch nicht mehr, in welche Himmelsrichtung wir gelaufen sind. Scheiße. Absolut keine Ahnung. Aber ich bin der Meinung, ich bin hier über diesen Berghang gekommen. Ich kann mich allerdings auch irren, aber... Ja, ich meine, das Haus da habe ich von einer Seite gesehen, das hier vor mir gerade stand. Was du natürlich nicht siehst, was ich sehe, aber egal. Alter, hier ist echt viel Kohle. Das ist erfreulich. Ja, ich bin noch dabei. Du hilfst ja auch nicht. Ist ja wieder mal keine Hilfe, wie immer. Muss ich mir sowas geben? Jetzt mal ohne Scheiß. Du bist einfach die No-Budget-Hilfe. Oh, komm schon, Alter. Quasi nicht gegeben. So, habe ich noch eine Dings dabei. Leiharbeiter. Naja. Da weißt du aber, woran du bist, weißt du, die sind halt geliehen. Kriegst was bezahlt. Meine Freundschaft ist auch nur geliehen, also. Ach so? Ne? Halte ich mal ein bisschen zurück. Das ist eine Live-Freundschaft. Sowas in der Art. Lass uns Live-Freunde sein. Genau. Ich leide meine Hilfe beim Hausbau. Ja, das ist erwünscht tatsächlich. Erwünscht und... Beim nächsten Projekt kann ich nur leider nicht dabei sein, weil das übersteigt meine Kompetenzen. Meine auch, deswegen mache ich es nicht selber. Mit der Frage, ich habe gedacht, das wäre eine gute Idee.
Ja, bevor alles zusammenbricht. Naja, nachdem das Kind das Bad schon unter Wasser gesetzt hat, habe ich mir gedacht, muss ich das nicht noch auf hochprofessioneller Ebene machen. Das Kind hat das Bad unter Wasser gesetzt. Ich habe dir das Video noch nicht gezeigt. Ja, siehst du mal, wie wenig wir uns gesehen haben in letzter Zeit. Ja, das Kind hat gedacht, es spielt mit Matsche Barbie. Oh. Hat es im BD gebadet. Und Klopapier reingeschmissen und eingeweicht und hat damit Schlamm gemacht. Ja. Also sie hielt das für eine gute Idee. Dann hat sie sich nackig ausgezogen. Und ist dann im überlaufenden BD im Bad rumgesprungen. Kurz darauf kam das Wasser durch die Decke im anderen Klo runtergelaufen. Also das Kind hat alles gegeben. Nettie wusste nicht, ob sie heulen oder lachen soll. Oh, guck mal, das ist unser Turm. Oh, wow. Richtung Norden, tatsächlich. Direkt Richtung Norden. So. Scheiße, wann der sieht. Wir sind ganz schön weit gelaufen. Oh, guck mal, soll ich da mal raufschlagen? Guck mal, die Bienen haben Pollen geholt. Die haben Pollen am Arsch und fliegen ins Häuschen. Die haben Pollen, Junge. Pollen haben die geholt. Wieso liegt denn der Dings hier noch? Oh, shit. Mochten die das vielleicht nicht? Nee. Surprise, surprise. Wo bist du jetzt hin? Ich helfe dir ja gerne. Wir sind zwar ins Loch gesprungen. Geil. Boah, das sind natürlich ertrunken, ne? Assi. So, jetzt müssen wir hier nur irgendwie wieder rauskommen. Dum, dum. Und ich weiß noch, wie mein Sohn gesagt hat, Papa, schlag niemals die Bienen. Aber ich wollte irgendwie, der dachte, Honig wäre cool, aber ich habe nicht mal Honig bekommen. Ich weiß aber auch gar nicht, was man mit Honig macht, tatsächlich. Wahrscheinlich essen. Erstmal haben, ja. Aber warum soll ich mich denn mit pieksenden Bienen anlegen, wenn ich da Felder habe? Das ist ja dumm. Dumm, 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 vielleicht, dumm. Vielleicht kann man sich Met brauen oder so. Das wäre gut, dann wäre ich dabei. Wir trinken den Met, bis keiner mehr steht. Ach nee, ich wollte nicht mehr singen, das hat mir eine gesamte Folge zerhämmert. Zwei sogar. Das war den Leuten einfach zu viel. Ja, zu Recht. Ja, tatsächlich. Ne? Ich sollte einfach mal realistischer auf meine Leistungen blicken. Ich gebe dir da vollkommen recht. Du bist schon wieder sehr selbstreflektiert heute, das schätze ich sehr an dir. Ja, ich weiß, ich kann das. Und ich bin auch gar nicht arrogant. Nur manchmal ein bisschen. So, was hältst du eigentlich von Haushunden? Muss ich einen Hund halten? Also, mit den Erfahrungen mit Lilou, nicht wirklich. Ach komm. Sie ist voll... Du pöbelst ständig über sie. Ja, tue ich. Warum? Aus gutem Grund. Ne? Weil sie einfach kleiner Assi ist manchmal. Ja, wie der Herr so das Geschirr, ne? Ach, halt die Fresse. Nicht, ich juck gar nicht wahr. Ne? Ich bin voll nett und knorke, Junge. Wir haben auch schon wieder Trash-Talk Level 900 hier, ne? Ja, das kommt immer. Wenn wir dumm durch die Gegend laufen, nimmt das irgendwie immer ungeahnte Grüßen an. Boah, ich habe Eisen gefunden. Ja. Scheiße. Hier ist eine geile Höhle. Ja, komm, du und deine Höhlen. Nee, ich sterbe bloß wieder, weil ich da... Ja, ich habe auch keinen Inventarplatz mehr, aber ich will hier eigentlich... Skeletten in die Lava gefeuert werden. Ja, aber so grundsätzlich würde ich hier schon gerne rein, aber gut. Dann eben nicht. Ich glaube, das ist der große Spalt, wo wir sowieso schon drin waren, oder? Du hast einen großen Spalt, Alter. Alter, hast du mich gerade als Mädchen bezeichnet? Ja, ein bisschen. Ich hab dich auch lieb. Ich Bitch. Weiß. Bitch, Alter, ist das weit, ey. Also ich glaube, wir brauchen noch eine ganze Weile heute. Rums, ich fall andauernd von Bäumen runter, weil ich ein Idiot bin. Ja, ich auch. Ja, dann müssen wir uns die Zeit auch mit Trash Talk für ja, eben, irgendwas muss man hier mal reißen. Hier wächst Fliegenpilz. Ist auch nichts zu sehen. Irgendwie ist der Level ganz schön. Also irgendwas ist in der Steuerung komisch. Also wenn ich laufe oder sprinte, dann zoomt er immer so rein und raus ganz kurz. Okay. Ich weiß nicht warum. Das war vorher noch nicht. Gab es irgendwie ein Update oder sowas? Weiß ich nicht. Hast du schon wieder alles kaputt gemacht? Ich glaube, ein Update gab es tatsächlich. Oh, ich frage mich aber auch, guck mal da. Sinn das gerade macht. Bist du hier? Was gefunden?
Das sieht aus, als würden wir da einziehen. Also kurzfristig, um zu klauen. Ich hab's gesehen. Oh, was geht denn hier ab? Das ist ja geil. Mhm. Hier sind Leute. Das ist gar nicht so weit weg. Das ist gar nicht so weit weg von uns, oder? Stimmt, wie der Raiden. Ja, ich kann die gar nicht raiden, weil ich total vollgematscht bin. Aber eigentlich müssten wir uns hier mal so einen Markerturm hinsetzen. Oh, ist das süß. Jo, hast du Dreck dabei? Ich habe 10 Dreck dabei und 64 Bruchsteine. Ja, sonst hau doch mal 64 Bruchsteine nach oben. Aber, Digi, wenn du, oder wenn wir uns hier einen Marketturm hinsetzen und wir haben das hier geradet, dann spawnt hier nichts Neues mehr. Das ist totaler Quatsch. Ja, auch wieder wahr. Aber wir können uns die ganzen Kölben mitnehmen. Ich mag Kölben. Ja, Kölben. Nehmen wir erstmal Kirby mit. Und hier ist noch ein Zuckerrohr. Zuckerrohr finde ich gut. Das ist voll die schönen Türpchen hier. Da oben ist ein Köhler. Ich glaube, der findet es aber nicht cool, wenn wir ihm jetzt hier die Kühlchen bekauen. Oh. Und ja, liebe Leute, wir sind uns bewusst, es heißt Kürbisse, aber wir sind Banane, dass die Mehrzahl, die muss ich immer am beschissensten anhören, dann genau. Ist es richtig. Hier sind Beispiel Karotten, nimmst du Karotten mit? Nimmst du Karotten mit? Voll am Wort zu nehmen. Oh, er war gerade in mir, er hat mich penetriert. Oh, geil. So, so viel wie geht. Pflanzen wir auch an. Das hat er sich auch gerade gedacht, als er in mir war. So viel wie geht. Brauchen wir noch ein Bett? Oh. Ja, ne? Weiß ich nicht. Nee, wir haben auch Betten. Ja, mehr Bett. Betten, wir haben einen Glasboden, Alter. Was wollen wir mehr? Ja, stimmt. Wir haben Kürben. Kirby. Nein, das muss Kirby sein, oder? Nee, Kürben. Aber Kirby ist cool. Ich hatte doch noch für irgendwas so eine ultra dämliche Abkürzung. Nee, Mehrzahl. Du läufst schon weiter, da oben ist noch ein Haus, ne? Ja, machst du schon. Oh. Na gut, kriege ich den aufregenden Teil. Ja, ja. Ich finde Kirby gut reinzuspielen. Das ist richtig. Aber ich fände Kirby trotzdem gut. Nein, Kirby, das hört sich richtig schön dämlich an. Ja, aber Kirby ist. Also ich mag halt Kirby. Achso, das war bei Kakteen, ne? Da sag ich Kakti. Kaktusse, Junge. Kakti. Muss man nur richtig betonen. Kaktusse. Das ist wichtig. Ja, also einen Grimmelpreis gewinnen wir hier nicht. Was, wieso nicht? Guckst du doch. Ich finde, wir sind gewiefte Züngler. Sagt Genie auch immer. Ach komm, der, nee, war, jetzt, jetzt, der war jetzt echt zu viel. Ja, der war scheiße. Ne? Der tat schon weh. Entschuldigung. Der tat echt weh. Wieso hast du eigentlich nicht alle Karotten mitgebracht? Ich habe alle Karotten mitgenommen, die ich da gesehen habe. Nee, da waren noch viel mehr. Alles, was da grün war, waren auch noch Karotten. Ja, wir waren auch noch gar nicht reif. Nee, aber bei Karotten ist das so, wenn du die anpflanzt, pflanzt du die blanke Karotte ein. Und wenn die fertig ist, kriegst du da zwei raus, statt eine. So, wie das so ist mit Karotten. Oh, hier liegen Samen. Ich sehe das schon kommen. Ich komme wieder nicht zu Hause an, bevor das dunkel wird. Scheiß noch rein. Ja, ja. Das ist nämlich gleich dunkel und irgendwie sieht der Turm immer noch ganz schön klein aus. Ja. Das gefällt mir gar nicht. Und sehen tue ich die auch nicht mehr. Ich fange schon wieder an, mich zu fürchten hier. Im dunklen, dunklen Wald. Komm, viel schlimmer ist sowas immer in Seven Days zum Beispiel. Oh, ich sehe dich wieder. Ja, das stimmt. Ja, schade, dass Seven Days gerade bei mir nicht läuft. Das finde ich ein bisschen assi. Ja, wird schon wieder. Neues Update, neues Glück. Ja, bessere Grafikleistung. Und aber hier, du musst die Osiris mal angucken, was heute online gekommen ist. Das hat eins der geilsten Lichtstimmungen, die ich bisher in Spielen gesehen habe. Ist wirklich sehr, sehr schön. Auch nachts, wenn es da dunkel wird. Ist der Shit. Ist richtig bedrückend, beklemmend. Es ist wahrscheinlich dunkel. Nee, es ist nicht einfach nur dunkel. Das ist so nicht richtig. Es ist einfach mehr. Es ist mehr dunkel, Junge. Ja, auch das. Ne, guck es dir einfach mal an, du wirst sehen, was ich meine. Ja, mache ich denn morgen früh. Ne, sehr schöne Rubrik. Ne, auch jeder Aufruf gerne einmal. Ne? Sagt, was ihr davon haltet, dann mache ich mehr so ein Kram. Autsch, ich wurde gerade gesprengt. Du bist gleich nochmal gesprengt. Oh, guck mal, was hinter dir ist. Hinter dir.
Zombies schlachten. Ich stehe drauf. Was für ein Glitch ist oben? Hey, du mal, hau mal ab. So. Da. Ich hab gerade echt überlegt, wo der Turm ist. Damit leuchtet der aus Kilometern Entfernung. Was ist eigentlich aus unserer Leuchtturm-Idee geworden? Das ist eine gute Frage. Ne? Ich meine, der Turm ist da und leuchtet. Also, eigentlich haben wir schon gewonnen, oder nicht? Ja, schon irgendwie. Oh, eine Schildkröte. Mehrere Schildkröten. Was machen wir damit? Wie können wir sie mitnehmen? Das sind zwei. Ich glaube, wir können sie nur töten. Das sind drei, Alter. Oh, sogar Babys. Gamera. Gamera. Ob sie rote Beete mag? Weiß ich nicht. Oder Zuckerrüben? Hier. Willst du Fleisch? Guck mal. Das guckt mich auf jeden Fall an. Also rote Beete mögen sie nicht. Ich habe auch Süßbeeren. Nee. Ich guck mal. Samen. Nehmt meinen Samen. Samen finden sie auch doof. Ja, bleibt nur töten. Nein! Alter, wenn du jetzt die Schildkröten kaputt machst, ne? Ja, aber... Jetzt fang nicht wieder mit der Delfin-Geschichte an. Ja, doch. Ich wollte es gerade anstimmen. Am Arsch. Aber wir brauchen ihre Panzer. Nein! Ne? Die sind wenigstens eine Ressource. In Ruhe. Doch. Müller. Ich muss das schlagen. Dann schlage ich halt einmal dich. Alter. So, das muss einfach sein. So, und jetzt gehe ich hier schnell weg. Sonst, ey, Leute. Oh, Jesus! Hast verdient. Hast du so verdient. Oh. Ich bin mir ganz sicher, dass du das verdient hast. Ich will doch bloß die Schildkröten schützen. Ich geh rein. Geht mir jetzt schlafen. Obwohl noch nicht. Ich muss noch meine Kürben wegbringen. Haben wir eigentlich eine Futtertruhe? Ja, hier hinten. Block. Ich brauche jetzt mal Dreck. Alter, mit diesem scheiß Helm sieht man ja gar nichts, ey. Schrecklich. So, ich hole mal Dreck. Ständig braucht man Dreck in diesem Spiel. Andauernd. Haben wir nicht noch Holz? Kannst du mal nachgucken? Ich hab ein bisschen Holz geholt, ja. Das ist gut. Ne, wir müssen nämlich gleich hier unseren Dings mal ordentlich ausbauen. Oh. Was fliegst du jetzt hier so gelangweilt rum? Ich hab Fichte und Eiche ein bisschen. Ja, warte mal, ich verklopfe erstmal das Vieh. So. Hat sich schön in unserem Dach verhangen. Was für ein Typ. Ja, Fichte und Eiche klingt ja erstmal ganz gut. Ich würde hier erstmal. Außerdem hier ist auch noch ganz viel Holz, du Trottel. Entschuldigung, dass ich nach zwei Wochen irgendwie nicht mehr im Kopf habe. Dann guck doch einfach mal nach. Du kannst auch nichts mehr. Nee, ich war ja gerade nicht in der Hütte, Mann. Du warst gerade in der Hütte. Du hast mir doch gezeigt, wie die Futtertruhe ist. Als ich dich gefragt habe, war ich gerade draußen, Junge. Ey, nur am Blödquatschen, ey, weißt du? Ach komm. Was? Was? So. Komm mal ran hier. So. Ein weiter noch. Scheiße. Das ist voll umständlich mit dem Scheiß hier. Eine Wasserbasis war das eine scheiß Idee. Das war deine Idee, Alter. Ja. Deine Idee. Aber sie war trotzdem scheiße. Erinnert ja nichts dran. So, da fehlt noch ein bisschen Dreck. Und ein bisschen Holz. Und also, ein bisschen ich hab Fichtenstämme hier. Die Eichenstämme. Na, was denn? Fichte oder Eiche? Eichenholzbretter. Nee, ich glaube Birkenholz haben wir da außen rum. Tatsächlich. Ja, das ist ein bisschen heller. Das macht der Hund hier schon wieder einen lauten, ey. Ich breche ab. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Du wolltest doch quasi unbedingt Schützbalken haben, oder? Die wollten wir noch drunter bauen, ja? Nee, du. Ja, wir wollten. Sie sollten drunter, sagen wir es so. Das ist unser Aufstieg. Was ist denn jetzt mit Birkenholz hier? Haben wir kein Birkenholz mehr? Doch. Berger, Junge. Gib mir Berger. Fichtenstamm. Ja, super. Wieso liegt hier ein Fichtenstamm beim Essen? Gold.
hast du wahrscheinlich. Ja, mit Sicherheit war ich das. Bin ich mir auch ganz sicher. Jetzt bin ich schon wieder schuld. Oder? Ach, fick dich, Müller. Weißt du, du bist der größte Modsbacke bei Seven Days, wenn es um Truhenordnung geht. Auf jeden, Alter. Deine Truhenordnung. Ja. Ist alles gut, Mann. Bei Minecraft und schmeißt du grundsätzlich alles querfeld ein. Pass auf. Ne, noch so ein Mods, Michis Mods-Meter zum Beispiel. Wie oft ich damals über deine Ordnung gemeckert habe. Ja. So unlogisch kann man gar nicht irgendwas ordnen, wie es der Müller gemacht hat. Natürlich. Ordnung, kann man das. Alter. Am Arsch, Alter. Ne? Läuft mir ständig ins Fadenkreuz. Ja. Hätten wir Friendly Fire angehabt damals. Ne? Du wärst so oft krepiert, Alter. Ja, ich wäre der Tod auf Latschen. Ja, instant. Ja. Instant. Ne? Und deine Ordnung. Und das habe ich auch schon in Minecraft ganz oft miterlebt. Ne? Du willst auf irgendeine Erkundungstour gehen und rennst mit einem vollen Inventar los. Das hast du schon tausendmal in Seven Days gemacht. Du rennst los, siehst irgendwas Geiles. Oh, da will ich rein. Oh, guck mal, das habe ich gefunden. Scheiße, mein Inventar ist voll. Hätte ich das mal ausgeleert. Pff. So, Instant Hass. Geht's dir besser? Nein. Nein. Oh. Das ist schade. Jetzt ist mich ein trauriges Partner. Ja, genau das. Oh, so traurig. Oh. So, Du quatschst mich auch manchmal an. Ja, ich weiß, aber das mache ich gerne. Das mache ich auch nur für dich. Ja, ich weiß. So, wieso haben wir jetzt eigentlich immer noch keine Birke? Was soll denn das hier? Habe ich noch eine Axt? Ich hab... Ja. Du willst wohl eine Axt am Mann haben, oder was? Ja, habe ich. Ich hole mal Birke. Let's get some Birke. Das ist ein Birke auf Englisch. Weiß ich nicht. Lass uns doch mal was lernen. Ich weiß aber, was Fichte auf Spanisch heißt. Ja, Dinge, die mich dringend interessieren. Zum Beispiel was? Elf Fichte. Was? Elf Fichte? Elf Fichte. Das soll ich dir jetzt abnehmen. Das kannst du wohl annehmen. Das kann ich wohl annehmen. Dieser scheiß Skelettpenner echt auf den Baum gesprungen. Ja. Oder geflogen, weil ich ihn geschlagen habe. Der würde ich auch auf den Baum springen. Es ist auch schon wieder pisse dunkel und ich bin auf Holzsuche, ey. Was eine Scheiße. Denn auch noch bestimmtes Holz. Ich reiß einfach alles ab. So. Es wird gleich wieder hell. Ja, aber es ist stockefinster und ich sehe selber kaum was auf meinem Bild. Weißt du, ja, du bist nachher wieder der rummault. Der wird wahrscheinlich keine Fackel angemacht haben oder so. Ja, bei Minecraft werde ich jetzt bestimmt Fackeln hier annehmen die ganze Zeit. Während es Nacht ist, anstatt mich zu verteidigen. Das klingt auch viel klüger. Du kannst auch mit Fackeln zuschlagen, Alter. Ja. Nur keinen Schaden machen. Wie oft habe ich mich bei dir schon aufgeregt, Alter, du auch in den ersten Folgen von Minecraft, Alter, du bist irgendwo in der Mine, Alter, und setzt keine Fackeln und wir Zuschauer sehen nur schwarz, Alter. Ich bin genau einmal darüber aufgeregt, du Assi. Was bist denn jetzt so? Schlecht geschissen ich oder bin, was? Ich bin nachtragend. Ja. Ich bin nachtragend. Wenn mich etwas nervt, dann sage ich dir das, Alter. Ohne Scheiß. Wenn du. Ja. Das ist überhaupt kein Ding. Kannst du mir das ja sagen, aber. Zuschauer einmal denken. Reicht, Junge. Nein, doch. Du kapierst es nie. Nie kapierst du es. Nie kapierst du es. Junge. Ich bewerf dich mit Ultimatismen, bis nichts mehr geht. Bewerf dich denn mit Pupu, Alter? Ich bewerf dich mit Pupu. Hallo Genie, willkommen im Internet. Das hat sie natürlich nicht gehört, aber macht gar nichts. Wahrscheinlich. So, jetzt habe ich Fichte. Jetzt mache ich da halt Fichte. Da will ich keine Birke mehr haben. Hallo Kuh. Alter, wo wollen wir eigentlich Gehege und sowas hinbauen? Das wird alles so unübersichtlich hier. Du wolltest unbedingt am Wasser bauen. Ja. Du hast mich gefragt, ob es eine Dadu-Dadé wäre. Du meinst ja. Weil Michi mag Wasser, wissen wir alle. Michi mag Wasser. Für mich kann Wasser das ein trauriges Panda-Bärchen. Scheiß Panda-Bärchen. Sexuelle Belästigungs-Panda. Panda. So. Die Folge wird nur 3 Klicks haben. 2 von dir, 1 von mir. Ich sag dir das. Jetzt kommst du schon wieder mit dem gleichen Spruch. Den hatten wir schon mal. Ja, weil es wahr ist. Ja, auch. Ja, schon ein bisschen. Schon ein kleines bisschen. So. Jetzt hat das hier 2 Farben. Wie assi ist das denn? Bitch. Dann mach das doch mit Bruchstein oder wie das. Oder mit Andis. Ja, Bruchstein. Das schwimmt ja nicht mal. Das ist hier quasi ein Floßhaus.
ist ja dumm gewesen, Alter. Hä? Aber er hat sich gerade mit dem Creeper in die Luft gesprengt. Ich habe gerade eine Axt kaputt gemacht. Dumm, 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 dumm. Ach ja, South Park. Wie lange haben wir gesehen? Toll, jetzt ist auf Netflix. Kurze Zeit wieder. Jetzt habe ich hier irgendwas kaputt gemacht, was ich nicht kaputt machen wollte. Ich weiß nicht mal, was ich angebaut habe. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Ist das rote Beete oder was? Ich hasse rote Beete jetzt mal im Ernst. Oh, Eisen. Wie die Pest. Ja, ich glaube, es ist rote Beete. Glock, 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 glock. Eisen? Wo hast du jetzt Eisen gefunden? Liebe Grüße. So, das sieht doch ganz gut aus. So, 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 so. Ja, ich habe gerade auf mich gewartet tatsächlich. Es tut mir leid, Leute. Ja, ich habe gerade tatsächlich überlegt, wo wir jetzt hier ein Gehege hinbauen könnten. Irgendwie müssen wir das ja noch anschließen hier. Sagen, wir machen hier so eine Bucht raus und ziehen das einfach hier rum. Denn wir brauchen noch einen Leuchtturm. Ich will einen Leuchtturm. Wir müssen das mich irgendwie verklickern. Ich finde, Leuchtturm ist eine richtig geile Idee. Ja. So, was haben wir jetzt auch dabei? Haufen Scheiße. Ich würde sagen, wir bereiten einfach mal die nächste Tour hier vor. Was für eine Tour? Naja, du wolltest den ganzen Tag jetzt hier zu Hause rumrennen oder was? Nee, ich glaube erstmal meine Sachen loswerden. Sachen loswerden? Entschuldigung, ich war gerade, ich musste gerade irgendwie leise jetzt. Von Genie lauschen. Entschuldigung. Also ich musste gerade mal kurz einmal semi-off gehen und einmal kurz Genie lauschen. Semi-off? Ja. Interessant. So, das kommt da rein, das kommt da rein, das auch, das irgendwie auch. Ich habe einen Webstuhl gefunden übrigens. Yay. Ja, endlich, oder? Was kann man damit eigentlich machen? Ich weiß nicht. Doch, Banner weben. Was hast du jetzt eigentlich vor? Erstmal. Hässliche Bilder machen. Ja, was denn wir? So, fotografierst du gerade dein Gesicht oder wie oder was? Och komm. Ne, also erst wirfst du mir vor, gib so schlecht. Gib mir doch nicht so eine Vorlage, Alter. Gib mir doch nicht so eine Vorlage. Du könntest einfach mal erwachsen werden. Ich wollte nie erwachsen sein. Weiter weiß ich nicht. Hab immer mich zu Wehr gesetzt, Junge. Hast auch keine Ahnung, oder? Klassiker. Echt jetzt? Alter, da ist ein fettes Schild über der Truhe, da steht Gestein drauf. Was haut Müller rein? Holz. Ja. Baustoffe halt. Baustoffe. Warum liegt hier Eisen in der Crafting-Truhe? Weil Eisen ein Crafting-Utensil ist. Ja, aber doch nicht ungeschmolzen. Was ist denn damit? Ich hab Kartoffeln. Wo hab ich Kartoffeln her, ey? So, Feuerstein. Ich brauch Kohle, ja. Hi. Wozu ist denn unsere ganze Kohle? Jetzt mal im Ernst, wo ist unsere Kohle? Im Ofen. Im Ofen, ja, das ist vielleicht suboptimal, wenn ich neue Fackeln brauche. Also ich dachte, wir gucken jetzt endlich mal, dass wir Dings hier rankriegen. Was denn? Hallo Blue. Dias. Ach, der feine Herr will dir auf die Eierjagd gehen, ja? Natürlich. Also, ja, irgendwann müssen wir damit ja mal anfangen, ne? Ach, scheiße. Irgendwann muss das ja mal losgehen. So, alles weg, weg, weg. Auch weg. Stöcker brauchen wir auch nicht. Ich bin quasi schon fast bereit. Ich brauche nur ein paar Schaufeln. Ja, und dann könnte ich schon wieder los. Ich weiß nicht, wie dein Plan ist sonst. Ich wüsste jetzt nicht, wohin, in welche Richtung. Naja, in irgendeine, ist doch, glaube ich, relativ scheißegal, oder? Richtung weg. Richtung weg, genau. Einfach mal gucken, was geht. So,
Ich habe jetzt erstmal alle Waffen aus Eisen. Was? Warum? Warum baust du Strand? Weil sich der Creeper da vorhin weggespringt hatte. Ach stimmt, da war ja sowas. Oh, nee. Und Internet, Nettie. Und Internet. Ich wollte es dir nur sagen. Du kannst gerne weiter erzählen. Ist überhaupt kein Ding. Ne, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Ich werde für den zwei inneren... Spitzhacken, Alter. Hast du noch eine Spitzhacke für mich? Ich merke gerade, ich muss jetzt mal Nahrung holen. Ich habe alles, nur keine Nahrung. Ist er wieder so unvorbereitet reingegangen, ne? Er ist so ein Typ, Alter. Ja, und du hast keine Spitzhacke, also quatsch mir mal nicht voll, ey. Ich habe zwei Spitzhacken, aber die sind zu wenig, ich kenne mich, Alter. Ja, die so, ich habe drei. So, Essen. Ein paar Brudel. Essen. Gib mir Essen. Für viel Essen. Für ganz viel Essen. Das erinnert mich an den ersten Mal im Black Tile, wo der Kakerlakenmensch sagt, Zucker. Mehr Zucker. Mehr. Oh, wir werden geradet. Cool. What? Ja, jetzt wird es nochmal interessant hier. Wollen wir die mal wegmachen? Natürlich. Das kriegen wir richtig auf den Nutz. Warte, vielleicht können wir wieder sagen. Ne? Vielleicht tun die ja nichts. Oh, doch, ich kann nicht einfach nicht zu. Schieß in den Penis, schieß in den Penis. So. Oh, ich bin gebufft, Alter. Negativ buff. Ausgeradet, ja, hast du das wenigstens und ich habe das nicht hässlich im Stream. Das lief doch ganz gut. Also, irgendwie. Also, dass ich fast tot bin. Ich meine, so auf dem Haufen geht das ja voll klar, ne? Ja. Da sind die gar nicht das Ding. Ja. So, Ode ist los. Die. Ja, du auch, wie ich sehe. Ich habe Ode gerade nachgemacht. Ach so. Nettie, der Gowski äfft dich nach, der Sack. Was? Weil du gehst. Alter, erzähl nicht sowas, die verkloppt mich. Ja, das hört man. Man hört auch den Fernseher im Zweifelsfall. Was hast du? Erzähl dir nicht sowas, Alter. Hör auf zu petzen, sie verkloppt mich. Ich kuschel mit meinem 40 Kilo Hund. Sie kuschelt mit ihm. Was soll denn der Hund schon wieder im Bett, ey? Ah, oh, Hass. Blanker Hass. Oh, guck mal, eine Mine. Stell dir die mal vor die Wahl. Entweder der Hund oder ich. Nee, das mache ich nicht. Ich hab noch ein Zimmer frei, Bruder. Schön. Krieg ich endlich ein Zimmer. Muss aber dann. Man stellt eine Frau auch nicht vor die Wahl, Hund oder Mann. Das macht man einfach nicht. Ey, was bist du denn jetzt so? Das war's schon wieder. Na super. Was ist das denn für eine Nummer hier? Eine Mine. Michi, Nettie will mich aus deinem Leben rausekeln. Ich soll dich vor die Wahl stellen, Hund oder du, oder ich. Er will damit erreichen, dass ich bei ihm einziehe. Hier ist die Mine, Diggi. Komm runter hier. Was? Hier, komm runter. Ich sehe deinen Namen nicht mal mehr. Das ist schon mal. Ja, ich auch. Ach, nicht? Oh, das ist, Enderman. Das muss gerade übel wehgetan haben, dieser Satz. Wieso? Kennt ihr jemanden, der was gegen haben will? Ich rede nicht vom Kind. Bromans Love. Wo ist denn der Eingang zu dieser blöden Mine? Du bist noch lange, ey. Ja, hat sich erledigt. Das war bloß so ein Zwei-Stufen-Ding. Das sah tiefer aus, als es war. Okay. So, aber ich habe wenigstens drei Blöcke Eisen gekriegt. Würde ich sagen, geht's weiter. Was? Ja. Darf ich sehen, was ist es? Waldemar, der ist an der Kamera erstmal gut. Oh, hier geht's ficke tief runter. Oh. Wo bin ich? Was ist mir passiert? Alter, wie bin ich denn hier gelandet? Und was tut mir weh? Ach, du schlägst mich, du Penner. Ja, ganz schön scheiße hier. Wie bin ich hier gerade gelandet? Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich bin da runtergegangen. Ich habe gerade auf Nettie geachtet und dann war ich plötzlich hier. Ne, ich habe mir Waldemar angeguckt. Der Brombeerbluse? Ja. Schlägt sich die Jacke in Brand, Junge. Also ist ja schön, dass hier Kohle ist, ne? Aber wo sind wir? Ich bin dir einfach hinterhergesprungen. Schön. Was, ein Vorschlag? Nettie braucht viel...
Ne? Die braucht Betrachtungsvorschläge. Sie will sich was angucken. Alter. Ich war das. Das war ich nicht, Alter. Auf Prime und Netflix so sind ein paar alte Animes. Ja, ich glaube, Animes hat nicht alles durch. Und Toro und alt sowieso. Alter, was für eine Hölle ist das denn hier bitte gerade? Kies. Ich krieg eine Vollmacke. Die Minecraft-Hölle namens Kies. Nettie ist so verzweifelt, sie guckt mich an. Ach nee, ich soll nur wiederholen, was Michi sagt. Was sind denn Mädchen-Animes? Was sind denn Mädchen-Animes, fragt er. Irgendwas mit Schule. Irgendwas mit Schule. Also, es sind allen Animes. Überall sind sie in der Schule. Überall Schulmädchen an so Blödsinn. Okay, stimmt. Nettie ist mittlerweile so weit, die hat sich Hentais reingezogen. Die ist echt verzweifelt. Also ich weiß nicht, ob ich mir Sorgen machen sollte. Das Eisen, guck mal. Hentais sind echt nicht so geil. Nettie guckt Hentais wegen der Story, ist auch gut. Das ist wie Pornos gucken, um zu gucken, ob die heiraten. Echt, die kam am Ende zusammen. Super. Nachdem sie wahrscheinlich von 40 Tentakeln vergewaltigt wurde. Richtig. Nachdem sie von 40 Tentakeln vergewaltigt wurde. Alter, Michi, was machen wir hier eigentlich gerade? Alter, ich habe hier habe ich eine Mine, eine Mine gefunden. Oder auch nicht. Steht auf Fingern. In der Serie vielleicht. Könnten wir jetzt das Thema wechseln? Bloß weil Kinder zu gucken können? Vielleicht. Achso. Weil ich semi-geil werde? Weil ich semi-geil werde? Von den ganzen Tentakeln oder was? Unbedingt. Oh, Tentakeln. Michi ist schon erregt. Ne? Pass auf, dass ich nicht gleich noch hinfahre. Alter, du darfst jetzt aber nur reinkommen, wenn du Tintenfische mitgebracht hast. Ja, ich bringe digitale mit. Was hältst du davon? Digitale Tintenfische? Digitale Tintenfische, ja. Kannst du mir die einfügen oder kann ich sie dir einfügen? Ey, wenn, füge ich dir die ein. Ich bin hier der aktive Part, mein Freund. Dass das mal klar ist. Was machst du hier eigentlich? Ich hole roten Stein. Für den Leuchtturm. Der ist aber nicht rot genug. Ach, der ist wieder nicht fein genug, oder was? Ich hab diesen, überleg genau, dir gut, ob du dich jetzt ausziehen möchtest. Ich gemacht gerade. Na, wenn du dann nochmal in die Kamera läufst, bist du vielleicht nackt im Internet. Das könnte für Aufsehen sorgen. Oder Durchbruch, je nachdem. Nein, Abbruch von einem Kanal, Alter. Ja, ich möchte mal behaupten, viele. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Wir sollten mal nach oben gehen. Was ist denn das für eine blöde Idee? Weißt du, sonst beschwerst du dich immer über die nerdische Methode des Buddelns und jetzt machst du es selbst. Ja, aber das war die einzige Möglichkeit, wie wir da noch wieder wegkommen. Es ging gar nicht anders. So, ich glaube, ich habe hier Oberfläche gleich. Die nerdische Methode des Buddelns. Die dich ständig ankotzt. Ja, weil du einfach sinnlos in den Berg reinbuddelst. Genau das hast du auch getan. Ja, in Ermangelung an Alternativen, Alter. Bei mir ist es auch der Mangel an Alternativen und die Sucht nach Dias. Hast du das gehört? Ja, dann würde ich auch so machen. Hat's getan. Oh, jetzt wäre ich noch von der Frau nachgeäfft, ey. Ich hasse meine Freunde und meine Familie und all die ganze Bagage, ey. Wieso hast du mich denn jetzt? Ja, dich aus Prinzip, Michi. Alter. Oh, guck mal, wir waren unter dem See quasi. Gut, dass wir aufgehört haben zu buddeln. Ach, plötzlich ist es wieder wir, ja? So, weißt du was? Ich gehe jetzt da hinten in die Eiswelt. Guck mal. Geh doch. Geh woanders hin. Oh, scheiße. Ja, verdient. Ich bin gesprengt worden. So verdient. Bis zum nächsten Tod. Nein. Selber da dient. So, ich sehe schon. Zu viel Scheiße gelabert. Ich weiß schon, warum die Folgen keine Einschaltquoten haben. Ne? Die haben seit langem die schlechtesten Quoten. Und das ist Minecraft. Das muss man erstmal schaffen. Ja, weswegen? Ja, hier wegen dem ganzen Rotzgelaber. Hier passiert quasi nichts. So, weil, durch,
Bei einer durchschnittlichen Wiedergabedauer von 33 Sekunden erleben die Leute das. Das ist ein Trash-Talk gar nicht. Also ja, das ist richtig. Die haben immer schon von meinem Gesang am Anfang die Fresse voll. Oh, und das, ich kann mir gerade echt vorstellen, wie du dich fühlst. Immer wenn ich denn sowas sage, tut es dir in der Brust weh. Mir tut es selten weh. Also mir tut alles weh, immer. Aber sowas tangiert mich lediglich peripher. Das war mal ganz... Du Ficker, Alter! Ach komm, ich hab dich nicht geschlagen. Nein, du hast aber einen explodierenden Creeper-Mann in der Nähe geboxt, Alter. Ja, vielleicht habe ich das getan. Was ist das? Nur aus Frust, weil ich dir die Wahrheit in den Kopf geknallt habe. Ich kann die Wahrheit nicht vertragen. Nee. So, gibt's hier irgendwas Cooles? Ja, gefrorenes Wasser. Seehausen? Die, du Pisser. Ups. Boom. Ich hab einen Schneeball. Ich kann mit Schneebällen nach dir werfen. Glaube ich nicht dran, sehe ich nicht. Was, siehst du nicht? Oh, ficken. Ich schmier so einen Rochen. Rochen, Junge. Und dieser Pimmelbuff, der kotzt mich so an. Ach, der Rochen ist so witzig. Nee. Der fällt's doch für eine Mark. Ey, Michi. Ey, wir haben hier nichts gefunden, Alter. Wo bist du? Alter, hier sind vergiftete Pfeile. Ich finde doch. Komm mal her. Ja, die haben mich auch vergiftet. Was ist los? Bautz. Ey. Du bist so ein Pussy. Das nur aus Prinzip. Also langsam muss ich, glaube ich, mal aufs Essen hier. Oh, da ist ein Mori runtergefahren. Das ist ja super. Nicht zu fassen. Wie viel Scheiße ich schon wieder im Inventar habe. Ach ja, alles Kies. Okay, will ich auch noch sehen. Absolut. Was? Möpse? Wenn die Frau von Möpsen redet, werde ich umgehen. Ich habe Möpse gehört. Keine schönen, ja, dann will ich sie nicht sehen. Alter, ich bin fast tot. Hat Nette sich gerade hässlich genannt? Nee, sie hat Möpse im Fernsehen gesehen. Ach so. Und es waren keine schönen, sagt sie. Can't you hear those sexual wipes? Alter. Wow. Da sind ganz schön viele Creeper, Alter. Also hier, Glatteis ist ganz schön gefährlich. Muss ich mal gesagt haben. Oh, diese Fliegeviecher gehen mir so auf den Trichter, ey. Unglaublich. Und wieso verbrennt der eigentlich? Die Sonne ist draußen. Was soll denn das? Ja, vielleicht schwebt der von der Wolke oder so. Oh, dass es auch zwei sein müssen, ne? Wer kommt mir zu Hilfe? Niemand. Endlich brennen die Scheißviecher. So, das kann ich hier erstmal. Nach dem ganzen Shit, den du mir an den Kopf getalkt hast, Alter. An den Kopf getalkt? Erwartest du von mir noch Hilfe? Ja. Spinnruhe. Und nicht hier so ein feiges Abhauen, weißt du? Feiges Abhauen? Ich bin auf Aggression, Alter. Was? Du hast Aggression? Ja, das auch. Und Depression. Und eine Mission. Eine Mission? Was ist deine Mission? Buddeln. Geh buddeln. Ich habe beschlossen, ich will heute nicht buddeln. Ich will eine Folge, das wäre die erste Folge ohne buddeln. Also ohne richtiges buddeln. Ich glaube, ich ziehe das jetzt durch. Schon verkackt. Ich guck's wieder. Ich guck das sowieso. Ich suche mir irgendwelche schönen Ländereien. Da laufe ich jetzt hin. Und dann gucke ich, wie es da ist. Und wenn es da schöner ist, dann baue ich mir da ein neues Haus. Ohne dich. Blackjack und Nutten. Ja, und ohne mich. Boah, Alter. Wäre ich nicht mehr so hart vollgeprellt. Ich glaube, du willst das, was ich habe. Was? Deabonnieren? Deabonnieren, ja. Kann man machen, sollte man nicht tun. Was? Du sagst sonst immer das genaue Gegenteil. Ja, ich möchte aber, dass du schon über 50 Abonnenten bleibst. Oh. Das ist aber so süß von dir.
Ja, so ein bisschen Achtung habe ich ja auch noch von dir. Ne? Ein bisschen lieb habe ich die auch noch. Ach so. Aber es, irgendwann ist auch... Ne? Weißt du, ich wollte nur einfach mal wieder ein bisschen Liebe spüren. Ein bisschen Liebe. Mehr wollte ich nicht. Dann küsst den Hund, oder? Ja, von Netti kriege ich keine, genau. Oh, hier ist so viel Eisen, Alter. Ohne Scheiß. Schön, dass ihr euch beide gefreut habt. Ihr tragt beide keine Liebe in euch. So sieht es nämlich aus. Denn du trägst keine Liebe in dir. Du machst den Abos weniger, weil ich gesungen habe. Ja, es sind wieder nur, es werden wieder 10 Views weniger. Ich bei unter 10. Abos vielleicht auch, ja. So, hier sind Schweine. Schweine mache ich kaputt. Es ist Schweinebärmann. Bin ich sicher. Ja. Was siehst du, ich wollte noch Porky McPork holen. Das war Manfred. Bitte? Manfred. Manfred, genau. Oh, hier ist schon wieder ganz viel Kies. Ich bin ganz sicher, dass ich hier irgendwas Cooles finde. Ich glaube da nicht dran. Du musst mit wenigstens 6 Dias nach Hause kommen, sonst lohnt sich das nicht. Ich baue mir davon 6 Spitzhacken und du kriegst keine ab. Davon kannst du gerade mal 2 bauen, Alter. Dann baue ich halt 2 für mich. Arroganter Wichser. Oh, hier ist Eisen. Und ganz viel Seetang. Hier brauchte man die Schildkröten-Dinger nicht zum Tauchen? War das nicht so? Ich glaube ja, Henny hat mir irgendwie sowas erzählt. Hätten wir sie mal getötet, oder? Das wird... Nein! Nein, Bruder. Man tötet keine Schildkröten. Ach so, aber Delfine gehen voll klar, ja? Alter, das war ein Hai. Das war kein Hai. Es wird auch kein Hai werden. Auch nicht, wenn du es noch 1000 Mal sagst. Alter, ich habe gedacht, es wäre ein Hai. Ja, du hast versagt. Ganz richtig. Du erwartest Liebe, ne? Aber so nicht, Müller. Ich musste gerade eine Babykuh töten. Das gibst du auch noch zu, du dreckige Schwein oder was? Ich meine, du frisst doch selber Döner. Ja, aber ich... Aber ich bring dich nicht um. Ich schau dem Döner nicht in die Augen, Alter. Ja, siehst du, da ist das Problem. Alter Hund, was ist denn dein Problem jetzt schon wieder? Boah, hau ab mit diesen dreckigen Scheißlatschen, ey. Damit gehst du mir schon seit 2 Tagen auf den Sack. Ah! Naja, besser als zu mir. Genau. Nur. Was? Schlepp sie ins Bett? Mhm. Boah, ich also hab die Latschen. Boah, ich glaube, ich habe einen riesigen schwebenden Stein gefunden. Ganz gut. Was für ein Stein? Einen riesigen schwebenden Stein. Sowas macht mich wahnsinnig. Nein, nicht nur einen einzelnen, sondern einen riesengroßen fliegenden Brocken. Der quasi was Magisches an sich hat. Magic, Junge. Da will ich hin. Oh, fuck. Was denn? Ich habe gebuddelt und unter mir war eine Höhle und ich bin gefallen. Du warst zu gierig. Ja. Ich will zum Schwebenstein. Das hat hier oberste Priorität jetzt. Wieso? Ich werde ihn nie wieder rausfinden. Oh, fuck, ey. Ich hatte tatsächlich... Ich habe jetzt ganz viele Kühe geschlachtet und hatte noch kein Leder im Inventar und bin jetzt ganz schön angemeiert. Das ist ja jetzt nichts Neues, ne? Ne, wir hätten schön viel Leder haben können. Komm her, du Kuh. Danke. Aber nö. Naja, würde ich halt noch mehr. Ja, die hast du Pizza im Ofen geschoben? Dann solltest du runtergehen und sie rausholen, denn es riecht nach Pizza. Es brennt schon wieder. Ja. Die Baguette immer verbrennen lässt. Ja, ich? Sie? Habe ich doch gesagt, Mann. Hör doch mal zu. Entschuldigung, du bist manchmal ein bisschen leise. Michi hat gelästert, wie schlecht du Pizza backen kannst. Bist du bekloppt oder was? Was hast du gemacht? Na, du Fuchs. Hast du wenigstens gleich 2 reingemacht? Echt nicht? Naja, was hatte ich denn? Ich hatte doch noch nichts zu essen heute. Bist du bedient worden? Meine Frau liebt mich nicht. Niemand liebt dich. Ja, das ist groß. Du kannst das alleine. Aber ich hab mir gedacht, wenn du... Naja.
Weißt du, ich habe sie vorhin nicht gemacht, weil ich mir dachte, okay, bevor du nachher kalte Pizza frisst, wartest du, bis das Kind kalte schläft. Kalte Pizza ist Hammer. Ich liebe kalte Pizza. Ja, ich mag das auch ganz gerne, aber Nettie mag das nicht. Auch kalten Kaffee mit Milch finde ich geil. Ja, du bist abartig. Nein, ich habe mir vorhin extra nur Cornflakes gemacht. Oh. Jetzt bricht der Spiel ab, weil er Hunger hat. Ja, habe ich tatsächlich. Nicht zu knapp. Wie ätzend. Mir fällt gerade auf, ich bin Level 20, Alter. Voll gut. Ja, weil du mir 7 Level geklaut hast, du dreckige Beine, oder? Nee, das stimmt so nicht. Du hast mich dumm geschlagen, Alter. Dreimal hintereinander. Also du hast 7 Level verloren, aber die habe ich ja nicht alle bekommen. So, ich bin tatsächlich schwer. Alter, das ist voll cool. Lavarino. Das ist ja, hier ist ein riesen Eisfeld. Unfassbar. Ne, ich biete den Zuschauern halt was zum Gucken. Ne, ist schon gut, wenn du hier farmen gehst. Ne, und dafür sorgst, dass du später noch mehr Zeit können. Ja, das Problem ist nur, dass die Zuschauer nach 33 Sekunden abschalten. Ja. Ne? Kaum machst du den Mund auf, quasi. Halt dein dummes Maul, Alter. Irgendwann ist auch mal gut. Typen-Idee. Was kennst du für deine Unfähigkeit? Das sind meine Unfähigkeit. Ich bin unter dem Eis gefangen. Ja, siehst du, Unfähigkeit. Bitch, Alter. So, ich will jetzt wissen, ob das Ding gänzlich schwebt oder ob da noch ein Stückchen frei ist. Auf jeden Fall bin ich schon wieder in den Eislanden und ich sehe unseren Turm noch gerade so. Ich gehe gerade immer tiefer in eine Hülle rein. Sowas endet nie gut. Und ich folge gerade Lava, die ich gerade abgestellt habe, nach unten. Dumm, 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 dumm. Das endet definitiv in einem Desaster und ich werde höchstwahrscheinlich sterben. Habe ich Holz dabei? Ich muss mal ein bisschen Holz holen. Ich glaube, ich baue mir jetzt ein Boot und fahre nach Hause. Zurück fahre ich mit dem Boot. Das ist eine geile Idee, glaube ich, oder? Eisbär! Aber weißt du, was im Eis nicht gibt? Richtig, Holz. Das ist ganz schön dumm. Ja, ich wollte gerade antworten, dann ist mir aufgefallen, ich bin zu dumm für Antworten. Was, du bist zu dumm zum Antworten? Ja, weil ich nehme mich gerade auf ein... Mich ist zu dumm zum Antworten, sagte. Ein Skelett konzentriert ich habe, das... Kann... Soll ich das weiterleiten? Ach nee, das hat er gehört, er hört dich ja. Ich hab's nicht, auch akustisch nicht so ganz verstanden. Hast du es akustisch nicht so gut verstanden? Nelly sagt, du siehst ja ganz schön fett aus. Ja. Okay. Ich glaube, das war liebevoll gemeint. Ich bin mir ganz sicher. Meine Pizza. Dann weg. Ja, aber guck mal jetzt. Oh nein! Ja, das macht das Licht, glaube ich. Ach so. Ja, das scheint mir von oben einfach nur stumpf auf die Stirn, Alter. Nee, er redet sich raus, also er versucht's. Bringt nichts, aber er versucht's. Ein guter Tipp ist immer, die Zunge, wenn du gerade nicht redest, dumm zu machen. Hä? Ist ein Modeltrick. Und was bringt das? Ja, aber man sieht das doch gar nicht. Man sieht doch nur sein Bart. Das muss sein, das ist der Frage. Jo! Meinst du, der Hund säuft schon wieder aus dem Klo, ey. Abfuck. Das machen Hunde. Ja. Das machen sie nicht. Wir finde ich gut. Wir machen das auch nicht, aber sie schon. Nein, ist sie nicht. Sie ist ein blöder Assi. Und hat ständig nur Scheiße im Kopf. Du? Fast. Sag ja, wie der Herr so das Geschirr. Ach, schnauze mich. Das ist doch so. Es ist überhaupt nicht so. Das ist Fakt. So, ich baue jetzt trotzdem ein Boot. Wie baue ich denn ein Boot? Was, mit einer Schaufel? Ich brauche eine Schaufel, eine Holzschaufel vor allem. Wie bescheuert ist das denn? Paddel, ne? Ja, aber warum muss die aus Holz sein? Echt jetzt? Ja. Oh nein, ich bin gerade fast gestorben, weil Kies. Weil Kies. Ja, bitte. Unbedingt muss der Hund jetzt noch bellen und knurren. Das echt ehrlich macht alles viel, viel besser.
Warum musst du jetzt den Hund total auf die Palme bringen, Nettie? Die soll sich bloß hinsetzen. Ja, weil dieser Hund ja dafür bekannt ist, dass er super hört. Ah, Leute. So viel zum Thema Let's Play. Sich dann auch erledigt. Ja, wir beenden die Folge mit dem schlechtesten Hund aller Zeiten. Ja, mit dem dümmsten Hund aller Zeiten auf jeden Fall. Nein, so dumm ist er gar nicht. Ja, vor allem, warum musst du eigentlich deine Machtspielchen hier direkt neben meinem Rechner machen? Weil es ja hell ist. Ja, wir haben doch einen Lichtschalter. Es kann hier überall hell sein. Doch, so. Wir haben Strom, Vibe. Strom. Strom und Strömung. Vibe. So, ich fahre jetzt Boot. Voll gut. Ich überquere den großen Ozean. Mitten in der Nacht. Das ist, glaube ich, die beste Idee, die ich je hatte. Ja, pass auf Haie auf. Ja, ganz sicher. Weißt du, jetzt habe ich mir hier mühevoll eine Holzschaufel gemacht und weißt du, wie viel Paddel das Boot hat? Zwei. Jetzt mal ernsthaft. Das ist nichts Neues, Diggi. Das ist, soweit denkt man normalerweise. Delfine! Es sind bestimmt Haie. Nein, es sind Delfine, ich bin mir ganz sicher. Oh, sie lieben mich. Bin ich mir auch ganz sicher. Das, also wenn das keine Delfine sind, dann weiß ich auch nicht. Es können eigentlich nur Haie sein. Alter, die machen sogar... Ja, das machen schwule Haie auch. Ja, aber schwule Haie ist ja Sammelbegriff für Delfin. Oh, sie schwimmen mit mir, das ist so schön. Wunderbar. So, aber wegen den Delfinen habe ich jetzt den Turm aus den Augen verloren. Da hinten ist er. Ich weiß nicht, ob ich auf dem Seeweg da hinkomme. Oh, sie folgen mir. Sie finden mich toll. Sie lieben mich. Anders als du. Ich liebe dich auch, aber ich liebe es noch viel mehr, dich zu dissen, Alter. Dissen. Manchmal liebe ich es, dich zu disconnecten. Tu es doch einfach. Da leuchtet was am Boden. Am Grund des Meeres. Da leuchten mehrere Ecken. Was ist denn das? Was ist denn das da so hell? Niemand weiß es. Alter, hier ist irgendwas Lilanes unter Wasser. Den baust ab. Das ist ja abgefahren. Ja, mache ich jetzt auch. Ich muss noch Platz im Inventar haben. Scheiß auf Samen, die kommen weg. Samen? Verrottetes Fleisch auch. Dann gehe ich da mit der Axt runter, Junge. Wozu ist das überhaupt gut, dieses verrottene Fleisch? Kannst du Hunde mitfüttern zum Beispiel. Wer ist denn so assi und füttert seinen Hund mit verrottet? Das finde ich gemein. So. Also abbauen ist gar nicht mal so leicht. Ich guck mal, ich will trotzdem wissen, was es ist. Hast du denn schon herausgefiltert, was es eigentlich ist? Nein, woher soll ich das wissen? Ich habe es ja noch nicht abgebaut. Aber ich krieg's, glaube ich, auch nicht abgebaut. Schreib es doch mal, wie sieht es denn aus? Lila. Einfach nur Lila oder hat es irgendwie... Knalle Lila, also ich glaube, es könnten Korallen sein. Ich bin mir aber tatsächlich nicht sicher. Also der Wasser ist, das sogar Sinn machen. Ja, ein bisschen, ne? Das hat so eine komische Form, aber ich krieg's auch nicht wirklich... Ah, mit der Spitzhacke geht's. Sag nicht, was er jetzt mit der Schaufel rum. So mit der Schaufel, mit der Axt, alles Mögliche. Und die Spitzhacke ist das Letzte, was dir einfällt. Dem ultimativen Tool in Minecraft. Ja. Ich glaube, ich habe ein Problem. Mein Boot ist, glaube ich, übertrieben. Ja, du hast ein Problem, Alter. Aber volles Brett. So, wo ist das Ding jetzt hin? Ist das? Ja. Ich glaube, eben ist wirklich ein Hai gekommen. Ne, ist wieder ein Delfin. Sehr gut. So, habe ich das Ding jetzt? Ich wünsche dir einen Hai. Ist mir klar. Und Herpes. Warum Herpes, Alter? Warum soll ich... keine Ahnung. Toter Blasenkorallenblock. Alter. War nicht das gerade? Ja. Warum? Das war nicht zu knapp. Ich weiß nicht, warum nicht? Ist Minecraft noch nie Donner? Echt nicht? Nö. Ich hab Seegurken, glaube ich. Unfassbar. Ja, Seegurken. Sehr gut. Das Spiel hat wieder einen Sinn. Ja. Die müssen wir bei uns zu Hause anpflanzen.
Züchten. Wir züchten Seegurken. Schrabimmel. Ordentlich Schrabimmel, Junge. Alter, man braucht aber auch lange, um den Scheiß abzubauen. Meine Fresse. Nee, ich hab Redstone. Ja, davon brauchen wir ganz viel, wenn wir einen Leuchtturm bauen wollen. Ich sterbe nur, weil ich Korallen abbauen will. So. Die Frage ist, was kann ich mit diesen toten Korallenblöcken machen? Das sind voll viele Seegurken. Die leuchten, das ist geil. Seegurken leuchten. Quasi grünes Licht. Du kannst auch diese Seetangblöcke machen, die sehen geil aus. Das sind diese grünen mit diesem gelben Kreuz drauf. Ich finde das alles ziemlich cool. Wir sollten mehr unter Wasser erkunden, glaube ich. Wir sollten uns eine Unterwasser-Base bauen, Alter. Unterwasser? Meinst du, das kriegen wir hin? Ich verstehe die Frage nicht, Alter. Naja, so. Ist ja schon ein bisschen anspruchsvoller. Wir müssen das Wasser auch irgendwie wieder rauskriegen, ne? Und wir müssen es alles richtig dicht kriegen. Und dann müssen wir auch noch. Alter, vor mir ist gerade der Blitz eingeschlagen. Im Meer. Es gibt Blitze? Ja, ist gerade direkt vor mir. Kannst du dir nächste Woche angucken. Ich habe schon wieder kein Peil mehr, wo dieser blöde Turm ist. Das ist gerade echt ein bisschen. Norden. Nee. Nee, nicht immer Norden, Michi. Doch. Hast du mal überlegt, dass. Nein. Norden. Das Meer vielleicht nördlich Norden. Unserer Basis liegt. Norden. Unbedingt. Was bist du denn? Achso, Skelett-Engine. Nee, Skelett brauche ich jetzt gerade nicht. Oh nein, jetzt ist hier nicht echt so ein Fliegevieh oder was. Eine stockfinsterste Nacht, die ich mir vorstellen kann. Der ist voll das geile Korallenriff. Wir müssen hier mal zusammen hin. Das ist voll cool hier. So, da ist Pilzwald. Voll geil. Aua! Aber ich weiß halt immer noch nicht, wo zu Hause ist. Ich finde, das sollte man die Folge beenden. Wird Ragnar wieder nach Hause finden? Wir fahren sie es in der nächsten Folge. Cliffhanger, Junge. Ja, aber definitiv werden wir so bald wie möglich Schildkröten töten. In den Monst-Tauchgeräte. Das wird irre gut. Ich möchte nicht, dass Schildkröten getötet werden in diesem Spiel. Aber anders können wir uns keine Tauchgeräte bauen. Ich halt einfach die Luft an. Wie lange? Lange. Keine Schildkröten werden in diesem Spiel sterben. Ansonsten disconnecte ich dich. Ich hau dir das mal an. Du disconnectest mich? Dann habe ich habe nämlich einen neuen Freund. Ach so. Discord. Hast du einen auf Arbeit gefunden? Auch mal bald mit uns spielen. Ach so. Der gute Stefan. Der auch Stefan. Beim Umzug geholfen hat. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Weiß ich nicht. Möglich. Das ist auf jeden Fall ein guter Freund und das sind neue beste Freunde, ja? Der würde auch mit uns 7 Days zocken. Der ist großer 7 Days Fan. Oh, das klingt gut. Auch am PC denn, ja? Ja, ja. Ja, geil, du. Du musst meine Butze erstmal wieder laufen, denn hier. Ja, vor allem besser laufen, ne? Kannst du dir einen Rechner von Genie zum Geburtstag wünschen oder so? Ja, unbedingt. Ja, was? Ich sehe das Problem nicht. Geld? No budget? Ja, ich. Sieh dein Problem nicht, sei ihr Geld. Alter, kann das jetzt mal aufhören zu regnen, verdammte Scheiße. Meine Sichtweite ist so definitiv zu gering und ich finde nicht nach Hause. Ich paddel ja an irgendeiner Küste. Ich versuche gerade wieder nach oben zu kommen. Aber wie es halt immer so ist, Kies. Ja, ich habe hier nur so Fungi. Viel. Ganz viel Fungi. Das ist wenigstens ein leckerer Fungi. Das ist großer roter Fungi und großer brauner Fungi und viel Fungi halt. Funken, Junge, Funken. Oh, jetzt bin ich gegen Funken gefahren.
Scheiße noch eins. Ich könnte ganz viele Pilze mitbringen. Bin wir. Die schwenken mir nochmal ordentlich im Dings hier. Alter, dieses Scheißvieh, jetzt mach ich das kaputt, ey. So. Eins steckt genau, bei mir im Boot. Jetzt hättest du denn Musik von Elsterglanz einblenden müssen. Kaputt schlagen, ne? Ja, mach ich mal eben. So nebenbei, beim Spielen. Nein. Ah, unser Turm. Ich sehe ihn. Ich sehe unser Haus. Oh, ein Wunder. Es war hinter dem Pilz landen. Dann weiß ich aber, wie wir zu den coolen Korallenriffen kommen. Das ist schon mal was wert. Also merkt ihr Richtung Fungi. Ich merke mir hier gar nichts. Merkst du sowieso nichts. Du merkst schon lange nichts mehr. Ha, 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 ha. Ja. Ich kann auch witzig sein. Ich bin witzig. Ja, das war nicht witzig. Ach, halt die Fresse, Netti. Danke, Netti. Michi bedankt sich. Warum richte ich das eigentlich auch noch aus? Naja. Ohne virtuelles High Five. Das hat sie immer noch nicht gehört. Gib es weiter. Nein. Deswegen hast du keine Freunde, außer mich. Außer mir. Du Scheiße. Sehr enttäuscht, Dotte. Scheiße, Mann. Scheiße, meiner. Aber du bist ja jetzt zu Hause, ne? Ich bin auch gerade auf dem Rückweg. Echt? Ja, passt auch ganz gut. Wir sind jetzt bei 1:06. Die Folge ist quasi vorbei. Zeit, dass wir hier abbrechen, ne? Jo. Ne, und ich werde die schön mit unserem Boot anlegen. Das wird super. Ich finde es jedoch schade, dass wir keine Leine haben. Dass wir keine was? Keine Leine haben. Wir können das Boot nicht anketten. Du bist ein Wolf. Der ist voll süß. Hast du Knochen dabei? Ja. Fütter den mal damit. Zwei Knochen. Ja, reicht einer. Wenn da noch einer ist, gib ihm den mal. Also den beiden Wölfen dann. Dann haben wir jetzt einen Haushund. Total gut. Nee, der kommt nicht mit. Was? Doch, eigentlich kommt er damit. Dann gib ihm noch ein bisschen verrottetes Fleisch. Gibt der nicht. Arschloch. Ich habe ihm zwei Knochen gegeben, aber er kommt nicht mit. Da stand zwar 10 und er hat auch so lustig geguckt, aber... Vielleicht kommt er später. Nö, bleibt der hinten einfach stehen. So. Haben wir noch Knochen im Inventar? Weiß ich nicht. Doch mal. So. Crafting Stuff. Oh. Da ist 6 Knochen, dann kannst du damit arbeiten, oder was? Achso, das meinst du mit Inventar. Jetzt verstehe ich dich. Ich habe da gerade extra einen abgelegt gehabt. Schlopp. Der folgt dir denn für immer? Oh, das nervt. Was? Wenn du dich folgt? Oder dieser scheiß Regen? Wenn der nach unten folgt. Aber der kämpft auch. Der hat ein Halsband um. Der ist schon ein Kumpel. Der hat ein rotes Halsband, Junge. Cool, Junge. Eigentlich sollte der mitkommen jetzt. Ja, kommt er doch. Zack. Da ist er. Kann ich es umbenennen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er wird weiterhin Wolf heißen. So, ihr Lieben. Ich glaube, ich rieche meine Pizza. Ich danke euch für diese völlig uninteressante Folge fürs Zugucken. Ich hätte selbst nicht gedacht, dass wir es noch schaffen. Es ist relativ wenig passiert, aber wir haben ein bisschen was gefunden für die Zukunft. Das finde ich ja eigentlich ganz cool. Ne? Nämlich Korallenriffe. Nächste Folge wird unter Wasser. Aber vorher töten wir Schildkröten, das wird super. Am Arsch, Alter. Ja, das mache ich, wenn du nicht da bist. Du musst nicht zugucken. So, ja. Hämmert gerne mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ich streck mich derweil erstmal ordentlich. Der Hund kommt nochmal zu mir. Wollen wir mal den Hund zeigen? Komm, ich zeig jetzt mal den Hund. Komm, hier. Wo ist er denn? Hallo. Wo ist er? Mein Hündchen. Ja? Hallo Hündchen. Hallo Hündchen. Ne? Die Lu sagt auch Tschüss und haut ab. Ey. Hund ist wieder weg. Warum verliere ich immer noch Leben? Weiß ich nicht. Du hast mich nur einmal geschlagen, oder? Ja. Alter, ja, weil du mich geschlagen hast, greift mich jetzt dein Hund an, Alter.
Assi. Ja. Er ist so cool. Was war das? Pfeffer. So. Unprofessionell, super. So, wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zugucken. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Let's Play, Minecraft. Der Hund muss auch reinkommen, es regnet. Komm rein, Hund. So, da ist auch noch ein Hund. Ja, überall Hunde. Wir machen noch mehr Hunde in die Kamera. Hier. Ja. Wenn ihr Lilu mögt, Abo. Lilu. Unser Schaf. Und ja, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson. Dun 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 d